Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Jump World. Heute müsst ihr mal wieder ohne Facecam auskommen, das tut mir sehr leid. Das Ding ist nur, ich war jetzt heute den kompletten Tag unterwegs. Es ist jetzt mittlerweile 21 Uhr und ich bin eigentlich komplett tot. Und ich habe jetzt gerade echt keine Lust, mich vor diesem grellen Licht der Lampen zu setzen. Dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, komm, einmal Facecam weniger. So schlimm ist es ja auch nicht. Und wir spielen natürlich die Map des Tages von gestern, und zwar Portale der Elemente von Lorent 577. Und wie ihr seht, haben wir natürlich auch unseren Stalker dabei. 168 mal 12. Yeah. Ich gebe mir Mühe, nicht ganz so dumm zu spielen. Nur wie gesagt, ich bin halt echt kaputt. Aber ich wollte die Folge deswegen nicht ausfallen lassen. Also müsst ihr heute mal ein bisschen mit vielleicht einer inkompetenteren Chiro als sonst schon leben. Mal schauen, was es so gibt. Und hier sind wir erstmal auf Erdklumpen, wie ich sehe. Okay. Und es gibt auch drei Kristalle. Davon werde ich garantiert heute keinen finden, weil ich nicht aufmerksam bin. Das wird echt fürchterlich werden, wahrscheinlich. Also noch habe ich auf den Klumpen keine Möglichkeit gesehen, irgendwo ein Kristall zu verstecken. Und wir kommen, ich würde gerade sagen, erstaunlich gut durch, aber es hat sich jetzt wahrscheinlich erledigt. Wartet, ich springe mal von oben. Von oben ist es wahrscheinlich besser. Ja, ist es auch gut. Okay. Und ich mache mal eben wieder die Drei-Blöcke-Regel an, sonst ist mir 168 hier ständig im Weg. Dementsprechend schalte ich das mal lieber an. Hüpfe ich jetzt rum. Nur irgendwie ist das gerade so, dass ich die ganze Zeit den gleichen Sprünge das Gefühl habe, als ob ich nicht vorankomme, weil alles gleich aussieht. Also das heißt ja Portale der Elemente. Ist das hier dann das Element Erde? Und das hier ist dann die Hölle, ist das dann Element Feuer oder was? Oder ist das jetzt der Eingang zum Element Feuer? Wir haben hier Köpfe. Und da sollen wir auch hin wahrscheinlich. Okay. Wir gucken mal eben kurz nur grob, ob hier irgendwo was ist. Ich sehe nichts, also gehen wir rein. Und das könnte jetzt. Ja, das könnten die Portale Erde, Feuer, Luft, Wasser. Wahrscheinlich, ne? Und da sind wir jetzt scheinbar in dem Feuerabteil. Anders könnte ich mir es jetzt sonst mit den Elementen nicht erklären. Und deswegen halt auch die Gestaltung immer relativ die gleiche. Da wir jetzt im Feuerabteil sind, Netherblöcke mit Feuer. Vorhin war es Erde. Vermute ich jetzt einfach mal. Deswegen die ganzen Erd- und Steinblöcke. Dann bin ich mal gespannt, wie sie Wasser gemacht haben. Oh, müssen wir dann mit dem ganzen Wasser. Also entweder die haben dann blaue Blöcke, sprich Lapislazuli, blaue Wolle und sowas genommen. Oder die arbeiten tatsächlich mit Wasserquellen. Das hier ist dann Luft. Ich habe übrigens noch immer kein Kristall gefunden. Was ich ein bisschen schade finde. Aber vielleicht sind die auch wieder am Ende. Das gibt es ja auch bei manchen Maps. Wir dürfen nicht vergessen, es ist halt ein Tagessieger. Das heißt, die darf eigentlich nicht zu schwer sein. Aber da hatten wir ja auch schon so ein paar Dinger. Mir ist übrigens zu Ohren gekommen. Also, ich war. Quatsch, zu Ohren gekommen, das ist das falsche Wort. Wie soll ich das am besten sagen? Und zwar ist mir halt unter der letzten Folge aufgefallen, dass da jemand gesagt hat, dass. Warum denn ich die besser bewertet habe als seine? Ja, ich lese durchaus die Kommentare, Leute. Ich konnte nur heute nicht wirklich drauf antworten. Beziehungsweise gestern, weil ich halt die ganze Zeit unterwegs war. Ach, scheiße. Das Ding ist, das ist jetzt keine Ausrede oder so, aber ich habe ein extrem schlechtes Gedächtnis. Ich weiß tatsächlich meistens nach der Map, so nach einer Stunde oder so, habe ich keine Ahnung mehr. Hallo Superkid. Wie ich die Maps überhaupt bewertet hatte davor. Das macht es natürlich für mich umso schwieriger, alles gleichbleibend zu bewerten. Oh Gott, ich schaffe gerade diesen Sprung nicht. Komm Leute, wir geben uns jetzt einmal Mühe und dann sind wir hier auch gleich bei dieser Stelle weg. Ah, Gott sei Dank. So. Und was ich jetzt noch sagen wollte, ich gebe mir halt wirklich Mühe, fair zu bewerten. Glaubt mir das. Aber es ist halt immer so von dem Moment teilweise abhängig, wie ich die Map wirklich empfunden habe. Und ich meine es halt in keinster Weise böse, wenn ich irgendeine Map
zum Beispiel besser bewertet habe als eure, obwohl ihr es halt nicht so empfunden habt oder so. Das tut es mir dann wirklich sehr leid. Und wie gesagt, ich gebe mir wirklich Mühe, aber ich habe wirklich ein schlechtes Gedächtnis. Und ich kann nicht hier einen Tab offen haben, wo ich die Bewertung für jede Map aufgeschrieben habe. Weil es wären dann mittlerweile um die 80 Maps. Und dann immer wieder nachzugucken, nee, das funktioniert nicht. Also ich gebe mir Mühe mit den Bewertungen wirklich und auch so neutral wie möglich zu sein. Ja, das wollte ich nur einmal gesagt haben. Ich stöße immer gegen. Merkt ihr das? Hier, ich stöße immer gegen diesen dummen Kopf. Ja, dann klappt es. Oh, komisch. Es war echt dieser Kopf im Weg. Oh, guck mal, der hat den Seitensprung auch gehasst. Deswegen hat er dann das Checkpoint hingesetzt, der liebe Webberbauer. Lieber Laurent. Oder Laurent? Ich weiß ja nicht, wie man es ausspricht. So. Gut. Da haben wir die Luft auch geschafft. Und dann ist jetzt wahrscheinlich das Wasser. Ah, okay. Ja, natürlich. Die Wassertempelblöcke. Ja, an die habe ich gar nicht mehr gedacht. Stimmt ja. Die gab es ja auch noch. Ja, das bietet sich natürlich für Wasser mega an. Das ist klar. Aber wie finde ich die Map bisher? Naja, es sind halt immer. Oh Gott, die meinte ich. Klar, es ist immer schön themabezogen. Aber ich muss sagen, bis jetzt ist sie nicht großartig gestaltet. Und ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es befürchtet, dass es hier schon vorbei ist. Was? Owner, Superkid? Tester? Warum ist der Tester Laurent? Und Owner ist 168 mal 12. Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Danke für das Spielen der Map. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat. Und nun wünschen wir dir noch einen schönen Tag auf Himolia. Kristalle direkt zum Ziel. Also wir gehen natürlich noch auf Kristalljagd. Du kannst jederzeit zurück. Wenn ich nicht sterben würde. So. So. Wir versuchen natürlich die Kristalle zu holen. Aber ich check gerade nicht, warum die Map denn von Laurent ist, aber da steht Owner 168 mal 12. Das ergibt halt keinen Sinn. Hä? Was? Ist doch gar nichts. Wollt ihr mich gerade verarschen? Ist das ein unsichtbarer Block oder so? Weil der hat das gerade so gemacht. Vergiss es. Dafür bin ich zu fertig, Leute. Dafür bin ich zu fertig. Nein. Nein. Einfach nein. Dafür bin ich wirklich einfach zu müde. Es tut mir leid, Leute. Ich mache sonst immer jeden Abteil mit, aber das. Nein. Vergiss es. Okay, wie fand ich jetzt die Map? Wie gesagt, hier, klar, sind Portale und die Jump'n'Runs ist auch schön mit den Elementen hier gestaltet. Aber das war's auch. Für mich ist das tatsächlich einfach eine solide, okay Map. Mehr nicht. Seid mir nicht böse. Und vor allem kann mir 168 dann mal erklären, wie es damit auf sich hat, dass er da als Owner steht. Das habe ich echt nicht kapiert. Und jetzt gucken wir einmal noch in die, nicht in die Controls, sondern in die Top-Liste rein. Wer hier wie, ne? Hier. Austin, Superkid, 180 mal 12, Pika, Putzi, Radio und so weiter und so fort. Ich bin halt wieder. Total scheiße. Aber naja, so ist das halt, Leute. Ich bin halt nicht die Beste in Jump World, das weiß ich. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und zwar morgen. Bis dann, Leute. Tschüss.